Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch die Goodie Box aus dem Monat Juni. Und wenn euch interessiert, was denn da wieder Schönes drin sein könnte, dann bleibt sehr gerne dran. Das Boxendesign diesen Monat ist wieder allererste Sahne, finde ich. Wir haben ein sehr schönes türkisfarbenes Wellenmuster oben auf der Box drauf. Die Schublade, die ist unbedruckt, aber sie enthält bestimmt sehr schöne Dinge und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, wir haben unseren Flyer, wie immer. Goodiebox hat jetzt übrigens auch eine App, was ich sehr cool finde. Da kommt man dann einfach wesentlich schneller auf sein digitales Unboxing und so weiter und kann auch genau sehen, wo die Box sich gerade rumtreibt. Das finde ich mega praktisch. Finde ich cool, dass sie jetzt eine App gemacht haben. Ja, könnte die Glossy Box oder die Pink Box eigentlich auch mal machen, oder? Was meint ihr? Ich mag das, wenn ich das über eine App einfach kurz und knackig alles nachvollziehen und nachverfolgen kann, dann bin ich happy, bevor ich jetzt immer auf eine Internetseite muss, mich einloggen muss, etc. etc. Aber ich schweife ab. Wir schauen uns den Inhalt der Kiste an. So, ich habe hier zuallererst mal einen Gutschein für Rituals. Da steht drauf 15% Discount auf das ganze Rituals-Sortiment. Jetzt habe ich aber die Tage eine E-Mail bekommen von Goodiebox, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist und dass man entweder einen HelloFresh oder einen Rituals-Gutschein wahrscheinlich in seiner Box hatte, der für dieses Land nicht freigeschaltet ist, sondern nur für ein anderes. Da haben sie sich sehr für entschuldigt und haben mir dann per Mail einen neuen HelloFresh-Gutschein geschickt, den ich nicht brauche. Und aber als kleine Entschuldigung für den Fehler haben sie noch einen 50% Rabattcode auf ein Produkt meiner Wahl mitgeschickt, was ich richtig cool finde. Also beim Service kann man sich echt nicht beschweren, was die Goodiebox angeht. Die sind da immer sehr hinterher, dass die Kundschaft zufrieden ist und auch zufrieden bleibt. Das finde ich sehr, sehr schön. Also kein Rituals-Gutschein für mich leider. Dafür aber kann ich mir im Shop was raussuchen und bekomme das um 50% billiger. Das ist doch auch cool. Das finde ich zumindest. So, wir machen weiter mit den Produkten aus der Box. Wir fangen mal an mit dem Cooling Lip Serum von Be Fresh. Minty Fresh steht drauf, also das ist mit Calendula und Kamillenöl und das soll bei verbrannten Lippen wohl helfen. Ja, Bye Bye to the Burn steht drauf auf der Tube. Ich habe es auch schon einmal ausprobiert, es kühlt leicht, es schmeckt minzig, es ist nicht unangenehm. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, wenn man zu viel in der Sonne war und man am Abend merkt, dass die Lippen anscheinend zu viel abbekommen haben. Dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das eine Erleichterung bringt am Abend. Ich bin jetzt nicht so der Lippenserum-Benutzer. Ich habe von Be Fresh schon eins. Ich weiß gar nicht, das steht bei mir im Bad. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht mit Vitamin C oder so. Das hatten wir auch schon mal in einer Box. Aber der Sommer kommt und ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Aber wenn doch, dann bin ich gut ausgestattet. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? So, weiter geht's. Wir haben von Dr. Botanicals einen Cleanser mit Grapefruit und Watermelon. Also mit Grapefruit und Wassermelone einen erfrischenden Cleanser in 30 Milliliter. Auf den bin ich mal sehr gespannt. Den möchte ich gerne ausprobieren. Cleanser verträgt meine Haut für gewöhnlich nicht so gut. Die meisten sind zu krass. Ich benutze aber morgens ganz gerne einen ganz normalen Cleanser, der also auch nicht unbedingt Make-up entfernen können muss, sondern einfach nur die Creme der Vornacht wegnehmen soll. Und ich denke, mit den 30 Milliliter fahre ich hier gut, um das mal zu testen. Was steht denn hier? Blablabla. Kleine Menge auf das Gesichtsareal auftragen. Das Jelly mit warmem Wasser aktivieren. Benutze die Fingerspitzen, um es sanft einzumassieren und noch die letzten Reste von Make-up aufzubrechen. Ja, wasche es wieder weg mit großzügigen Mengen warmem Wasser. Das klingt doch nicht schlecht. Mal kurz gucken, ob es nach was riecht. Es ist zu. Oh, es kommt schon raus. Es ist ein Gel. Ein durchsichtiges Gel. Riecht das nach was? Es riecht nicht wirklich nach was. Ich rieche nichts. Okay, es ist geruchslos. Ich hätte jetzt gedacht, es riecht irgendwie nach Grapefruit und oder Wassermelone. Nee,
Absolut nichts. Das ist okay. Parfümstoffe müssen nicht immer sein. Das greift die Haut nur unnötig an im Gesicht. Deswegen, damit habe ich jetzt kein Problem. So, es geht weiter. Ich sehe heute so blass aus. Mein Gott, ich hoffe, das liegt gerade irgendwie an der Kamera, dass ich aussehe wieder tot. Vielleicht liegt es am Lippenstift. Rot ist nicht so mein Ding. Ich wollte es heute mal ausprobieren. Egal. Was haben wir denn noch? Sie ist runtergefallen. So, was haben wir denn noch? Wir haben von Lille Canin wieder was. Das hatten wir letzten Monat, glaube ich. Da hatten wir schon ein Sonnenspray. Also kleiner Hund wahrscheinlich heißt es. Ich weiß es immer noch nicht. Wir haben eine Aftersun Lotion. Sehr passend zum letzten Monat. Ohne Duftstoffe. In wie viel Milliliter? 100 Milliliter. Mit einem kühlenden Effekt. Nährende Aloe Vera, Shea Butter, Kokosnussöl, Panthenol und Allantoin. Okay, das klingt doch ganz gut. Mit kühlender Wirkung. Ah, da steht sogar nochmal auf Deutsch. Zur Anwendung am Körper nach Sonneneinstrahlung. Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht auf, bei Bedarf wiederholen. Nicht schlecht, Aftersun können wir alle gut gebrauchen. Ich mag lieber Aftersun mit Duft, aber naja, mal gucken, vielleicht braucht mein Mann die. So, sieht das schöne Stückchen aus. Wir machen weiter. Wir haben was von Naobay. Natural and Organic. Einen Detox Unpolluted Energizing Facial Mist Toner mit Aloe Vera, Apfel und Blaubeeren. Das ist richtig cool. Und zwar eine richtig große Buddel mit 200 Milliliter. 98,87% Natural Origin of Total. Also das ganze Ding hier ist zu knapp 99% natürlichen Ursprungs. Und 10% von dem ganzen Inhalt sind auch noch aus Bio, quasi aus Organic Farming. Das finde ich auch cool. Das Ganze ist vegan, hält 12 Monate. Naobay kommt aus Spanien, genau, ist in Spanien hergestellt. Finde ich richtig gut. Ein Gesichtstoner zum Aufsprühen, zum Detoxen, also zum Entgiften. Sehr, sehr cool. Das ist, glaube ich, für abends empfohlen. Also hier steht, hier... Hier sieht man recommended, entweder morgens oder abends. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es für beides empfohlen wird, aber wahrscheinlich schon. An und für sich ist, glaube ich, wurscht, wann man das aufträgt, oder? Energetisierendes Gesichtsspray. Bei geschlossenen Augen. Man kann es auch über Make-up sprühen, steht dran. Ich finde es cool. Ich finde es sehr gut. Ich bin ja so eine Tonermaus, ich stehe total auf Toner, deswegen freue ich mich sehr. Ich muss mal kurz reinschnuppern, Apfel und Blaubeere klingt ja interessant. Es riecht sehr angenehm, es riecht weder nach Apfel noch nach Blaubeere. Doch, ich glaube, die Blaubeere rieche ich. Aber es riecht jetzt nicht so fruchtig, wie man meinen könnte. Es riecht sehr, sehr angenehm. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich tippitoppi. Jetzt kommen wir zum letzten Teil aus der Box. Und zwar, wir haben was von Skön oder Skon, ich weiß nicht genau. Und zwar, von denen habe ich nämlich momentan die Nachtcreme in Anwendung. Ich zeige euch die mal schnell. Die Ageless Dreams Anti-Age Night Cream, 50 plus eigentlich, aber egal. Die hier in 50 Milliliter, die hatten wir auch schon, die hatten wir auch aus der Goodie Box und ich liebe die. Die ist so, so gut. Und ja, jetzt haben wir als ergänzendes Produkt sozusagen... Das nennt sich Tranquility Leave-On Face Mask. Super Hydrating, Cooling and Calm. Sehr, sehr schön. Mit Hyaluronsäure, Sensia Carota und Beatine. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich kann es euch ja mal hier einblenden, was das Sensia Carota ist. Und dann blende ich euch im Nachgang noch ein, was Beatine sind. Kann ich auch hier machen. Dann bin ich nämlich auch etwas schlauer. Also richtig, richtig cool. In 50 Milliliter eine Maske. Lässt man die drauf? Ja, da steht drauf, Leave-On-Mask. Ja, dann lässt man sie drauf. Das heißt, wahrscheinlich kann man das nach der Nachtcreme noch als Nachtmaske auftragen, wenn man das denn möchte. Oder eben anstatt der Nachtcreme. Aber ich habe gelesen, die Koreaner, die benutzen nach der Nachtcreme noch eine Nachtmaske. Ob man das jetzt möchte für sich selber, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Nicht, dass man überpflegt, aber ich glaube, in Theorie kann man Nachtmasken auch noch nach der Nachtpflege auftragen. Naja, aber ein richtig cooles Produkt.
Ja, habt ihr schon auch schon was von der Marke Skön oder Scone ausprobiert? Und wenn ja, wie fandet ihr das? Also ich habe schon, bevor wir diese Nachtcreme bekommen haben, oder ich, habe ich schon von der Marke gehört. Ich hatte aber noch nichts. Und ich muss sagen, die hat mich bisher sehr begeistert. Ich liebe die Konsistenz, ich liebe die Pflege und ich liebe es, dass sie reichhaltig ist, aber nicht zu fettig. Ja, und meine Haut mag sie bisher sehr, sehr gerne. Deswegen, ich werde die auch weiterhin benutzen. Und ja, dann werde ich mal schauen, im Aufgebraucht irgendwann, ich meine 50 Milliliter ist nicht wenig, dann kann ich euch berichten, wie ich sie denn wirklich im Kompletten dann gefunden habe. Und vielleicht benutze ich dann ergänzend auch gleich noch diese tolle Nachtmaske dazu. Mal schauen. So, das war der Inhalt der Juni-Goodiebox. Nette Produkte. Was ich jetzt nicht unbedingt brauchen würde, wären diese beiden Produkte. Zum Testen finde ich von Dr. Botanicals das hier ganz schön. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und was mich eben richtig freut, ist der Sprühtoner und eben diese Nachtmaske. Also an und für sich fünf sehr, sehr schöne Produkte, die Lust auf mehr machen. Ich bin gespannt, wie es im Juli weitergeht. Schreibt mir doch sehr gerne in die Kommentare, was ihr zum Inhalt der Box sagt. Hat er euch überzeugt diesen Monat oder findet ihr es eher ein bisschen mittelmäßig, ja? Schreibt es mir doch sehr gerne, gebt mir ein Feedback, ihr wisst, ich freue mich immer sehr drüber. Und dann war es das schon wieder. Ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich verlinke euch hier mal meinen Kanal und hier meine Goodiebox-Playlist. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schauen werdet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eure Biene. Tschüss!